Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal Brozo. Wir werden Sims 4 als nächstes Spiel anspielen. Wir werden gleich den Vita, den Eddie und mich Charaktere erstellen und wir werden zusammen in eine WG ziehen. Seid gespannt, was passieren wird. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Eddie an. Wie sollen wir den nennen? Ihr habt in den Kommentaren oder in den Live-Chat schreibt ihr immer Eddie Schmeddy. Sollen wir den auch so nennen? Eddie Schmeddy? Eddie Schmeddy ist, glaube ich, gut. Andi Schmandi und Vita Hacker oder so nennt ihn, glaube ich, uns immer, ne? Kann das sein? Ich würde, glaube ich, mit Eddie anfangen, ja. Okay, der ist schon ein Mann, das ist richtig. Wie sieht Eddie aus? Dabei diese Frisur passt eigentlich ganz gut zu dem Boy. Ich glaube, das nicht und das auch nicht. Nee, ich glaube... Diese Frisur ist schon mal ganz gut. Guter Anfang, was ist das? Also, okay. Hier, okay, perfekt. Das ist dann seine Frisur überall. Nice. Ja, das würde zu... Ja, ich denke, die Frisur kann man nehmen. Wir checken mal ab, was es noch für Frisuren gibt. Aber ich denke, das passt nicht zu Eddie Schmeddy. Ein bisschen Schmand wäre noch gut für den Boy. Ihr wisst ja, wie Eddie aussieht, Boys. Ich würde sagen, zu Schmeddy passt eigentlich nur das hier. Haarfarbe ist von Eddie auch schwarz. Ich müsste mal gucken. Ja, schwarz. Die Augen müsste ich noch ein bisschen runder machen. Obwohl Eddie hat schon ein bisschen so glubschi Augen. Nee, auch nicht. Obwohl. Passt eigentlich schon. Diese Augen sind eigentlich ganz gut. Die Augenbrauen sind ein bisschen zu groß. Wie kann ich die kleiner machen? Achso, hier. Ich weiß gar nicht, was hatte Eddie für Augenbrauen, ehrlich gesagt. Nee, so dünne hat er nicht. Ich glaube, der hat so dicke Buschdinger. So. Ja. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er diesen Seitenscheitel hier hat. Das weiß ich gerade nicht, Boys. Aber, egal. Dann sieht Eddie auch mal ganz gut. Dann sieht Eddie mal im Spiel wenigstens gut aus. Spaß, Eddie Boy. So, machen wir mal sein Bart. Eddie hat so ein 3-Tage-Bart. Ja, das ist perfekt. So ein chilliger 3-Tage-Bart. So passt, glaube ich, ganz gut. Was ist das denn hier? Das kann hier weg. Kann man das hier wegmachen? Okay. Hier, was grinst du so? Boah. Siehst Behaarung, Hut. Okay. Was ist das für Hüte? Ihr wisst ja, wie Eddie aussieht oder wer, was für einen Hut er immer trägt. Wartet mal, haben wir so einen Hut hier? Nee. Sowas auch nicht. Kein Fedora. Sowas auch nicht. Ah, gibt es diese komischen, lustigen Hüte nicht hier? Gibt es, glaube ich, gar nicht hier, ne? Dann machen wir ohne Hüte. So, Accessoires machen wir auch alle weg. Würde eigentlich passen zu Eddie. Spaß. Scherz. Weg. So, was ist das hier für eine Bekleidung? Sommerkleidung oder was? Dann machen wir mal weg hier. Das sieht nicht so gut aus. Den Boy... Ja, sowas trägt Eddie, glaube ich, immer. Schmeddy Boy. Mr. Schmeddy trägt das. Welche? Das ist eine normale, so eine... Ah, und der trägt gerne Shorts, glaube ich. Wenn ich das so... Aber nicht solche Shorts. Ich glaube, solche trägt er zu Hause. Oder bei warmem Wetter. Das hier kann man nehmen. Ich glaube, das ist okay, Boys, ne? Das ist okay. Boah, boah, boah. Okay. Schuhe... Warte mal, welche Schuhe? Eddie trägt immer so Adidas Low Tops. Sowas ist Eddies Style. Ja, ich glaube, solche Schuhe trägt er immer. Solche auch, aber die passen schon ganz gut. Was ist das hier? Okay. Ja, junger Erwachsener passt gut. Was ist das hier? Brüchig. Okay, ach so, die Stimme. Ja, so. Der hat zwar eine tiefe Stimme, aber er ist nicht so tief. Er ist so medium tief.
So Medium, hätte ich jetzt gesagt, aber no Garantie. Dann haben wir Eddie, glaube ich, erstellt, ne? Was ist das hier? Neuen Sim hinzufügen? Sim aus der neuen Sim. Vita, bist du das? Vita Hacker. Ne, warte mal. Welchen Namen hat Vita sonst immer gehabt? Vita Lost nennen wir den. Vita Lost, passt ganz gut. Wegen Fortnite und so. Okay. Zakini Mixlin. Oblish. Bernala Fuo. Dope and cooler. Vita hat auch eine tiefe Stimme. Ne, das nicht. Ich mach mir die tiefste, glaube ich. So. Okay, warte mal. Fangen wir mal hier an. Kappen kann man wegtun bei Vita. Das hier weg. Oh ne, fuck. Was ist das denn für ein Mist hier? Ich will Kopfform. Ach man, man soll Kopfform ändern. Ah. Ja, Kollege, ich will mal hier diese Kappe komisch wegtun. Hey Vita, so nah wollte ich nicht dran. Hüte. Hat er andere Hüte? Nee, ne? Was ist das denn hier für ein Kack? Wieso kann ich das nicht weg tun? So, warte mal. Auf was ist das denn hier eingestellt? Gesicht. Da. Zähne kann man sogar noch einstellen. Aha. Ja, jeder kriegt gute Zähne, Boys. Ja, jeder gute Zähne, boah. Was ist das denn für ein Style hier? Das ist irgendwie so ein Style wahrscheinlich, ne? Ja, kein Mensch braucht Hüte, Boys. Was ist denn für ein Charakter? Warum kann ich hier nichts machen? Vita, ich glaube, du musst so bleiben. Nein, sorry. Top. Ach so, Körper. So, erstmal Körper bei Vita. Wir machen uns alle normal. Vita ist ein bisschen. Ja. Die Hautfarbe kann man so lassen. Ja, so kann man, glaube ich, Vita. Ein bisschen so. Ja, so. Accessoires, komm, ich will ja den ganzen Scheiß wegmachen. Das hat Kombination. So, jetzt. So. Jetzt verstehen wir uns, Boys. Okay. Hut wegmachen. Erstmal gucken wir die Haare. Das ist ja immer schwierig, ne? Eigentlich würde das Vita auch passen, ey. Was ist das hier? Kinn? Nee, Kinn brauche ich nicht. Warte mal, warum bin ich schon wieder hier raus? Haare da. Ja, man kann doch wahrscheinlich sicherlich noch sehr, sehr viel genauer alles machen. Ich mache aber so grob, dass wir jetzt wieder aussehen wie normale Menschen. Zu Vita. Das könnte passen. Kann man die noch so länger ein bisschen machen, so wie Tendrickson. Die Haarfarbe, der hat auch schwarz. Ja. Eine. So, ja. Das passt so. Okay. Stimmt, man könnte auch noch hier noch einiges einstellen. Ich mache ja ungefähr uns, ne? Also ich glaube, das könnte ganz gut zu Vita passen. Ein bisschen länger vielleicht. Nase ein bisschen größer. So. Ich würde gerne die Haare noch detail bearbeiten. Kann man die noch irgendwie so ein bisschen anpassen, die Haare? Was kann man denn hier noch so machen? Ja, gut, hier wahrscheinlich noch mehr so Dings, aber. Und so ist Gesichtsbehaarung. Jetzt kommt's. Das entscheidet ja auch schon viel beim Aussehen. Also bei mir ist das hier. Obwohl, wieder könnte man auch so machen, ja. Ja. Hat der Vita schwarze Haare? Ja, doch. Dürfte so. Der hat so. Ja, doch. Helles Schwarz, aber. Das ist schon zu verrückt. Ein bisschen größer so.
Ja, ich denke, das kann man ein bisschen kleiner machen hier. So, okay. Vito sieht sich immer verrückt an, ein bisschen freaky. Was könnte zu Vita passen? Was könnte zu mir passen? Nee, das ist schwierig. Das auch nicht. Ich würde sagen... sowas. Ja, das könnte zu Vita passen. Ja, das ist gut. Dann... Hose. Das ist manchmal echt nicht einfach. Wir fühlen uns ja auch nicht zu alt machen. Nein. Ja. Nee, irgendwie, warte mal. Der zieht immer Jeans an. Warte mal, wo haben wir denn hier Jeans? Ja, das hier. So. Und dann hier Schuhe. Zieht er immer so Sportschuhe an. Haben wir hier Sportschuhe? Ja, sowas hier, so freakige Sportschuhe. Das ist seine Abendkleidung. Okay. Ich glaube, wenn Vita ausgeht, zieht er sich sowas an. Ja. Ja. Oh, Vita sieht aus wie so ein Lehrer, ey. Was ist das für eine Brille? Warte mal. Ohne. Ah doch, der hat eine Brille, ne? Warte mal. Oh, wo ist denn hier Accessoires? Wo ist denn hier Brille? Ringe, Handschuhe, Armbänder, Leggings, Socken. Ah, das ist egal. Schuhe. Wie komme ich denn auf die Brille hier? Achso. So eine Brille hat Vita, wenn er Auto fährt, glaube ich. Oh, warte mal, dieser Pullover macht ihn so alt, ey. Warte. Das kann man so lassen, ja. Okay. Nee, nicht Kombination. Warte mal, ich wollte hier oben noch gucken. So, okay. Das ist, was ist das hier? Sportkleidung. Boah. Also sowas könnte passen, der Pullover. Aber die Hose. Ich glaube, Vita ist nicht so der Typ für Shorts. Ja. Ja, so schwarze. So, das ist gut. Was ist das hier? Nachtwäsche. Und das ist eher die Nachtwäsche, glaube ich, von ihm. Ja. Ja, machen wir so. Das hier passt nicht. Der hat keine Hausschuhe, glaube ich. Doch, Hausschuhe hat der, glaube ich. Sowas. Ja. Was haben wir hier? Was ist das hier? Ausgehkleidung. Nein. Ausgehkleidung ist wieder. Wahrscheinlich mache ich ihn gerade komplett falsch. Ich glaube so. Aber er ist, glaube ich, er muss ein bisschen dicker sein. So, wo ich gerade so dünn gesehen habe. So. Jeans, also wieder ist so der Jeansboy hier, das hier, das, ja, das passt. Beinbekleidung, was ist das denn? Das kann man machen. Okay, ja, so ist okay, Boys, würde ich sagen. Also das hier, kaltes Wetter, einfach nur eine dicke Jacke. Pullover, Tanktops, Jacken, boah, hier gibt es so viel Auswahl. Pullover, oh, sowas habe ich eigentlich. So, oh, scheiße. Egal, komm, das ist gut, das passt. Okay, Vita ist da. Da muss ich mich jetzt machen, oh shit, boys. Nein, natürlich, so sehe ich nicht an Andy. Schmandy. So, ich habe... So, tiefe Stimme. So ist gut. So, oh scheiße, wie mache ich mich denn jetzt, ey? Ne, warte mal, erstmal der Körperbau irgendwie. Da, wo ist denn hier Körper? So.
Ja, Dirk, das könnte gut zu mir passen. Nein, ein bisschen weniger so. Ja, Beine habe ich, aber das so könnte passen. Eigentlich würde sowas eher passen zu mir so. Ach du Scheiße, okay, das ist aber zu. Okay, nee, das passt nicht zu mir. Na, könnte zu Eddie passen. Ich mach mich so mal. Okay, dann. Boah, Haare ist auch schwierig, ey. Ich würde so bei mir mal fast schon machen. Boah, das ist keine Ahnung. Das habe ich nie ausgemessen. Kopf vorn. Ich bin gespannt, was Eddie und Vito dazu sagen. Ich würde so Tendenz zwischen den beiden, aber hier so ein bisschen mehr, so. Das ist zu wenig, das ist Vitas Teil eher. Ich mache einfach Glatze, glaube ich, sogar bei mir. Weißt du was? Ich mache bei mir Glatze. Fast, Boys, fast. Gesichtsbehaarung mache ich so. Aber bei mir braun. Ne, oder? Seht ihr? So. Ich will noch das hier ändern. Wie ändere ich das denn hier? So, meine Augen. Guck mal rein. Wie sehen meine Augen aus? So könnte ich. Ja, das könnte passen. Warte mal, das ist hier schwarz. Das muss auch. War das diese Farbe hier? Ja. Diese? Ja, die passt, glaube ich, ganz gut. So. Gesichtsbehaarung habe ich. Hüte. So, ich will so eine Kappe nach hinten. Boah, ist Bescheid. Boah. Boah. Oh, mit Krempe, ohne Krempe. Say what? Boah, wie sehen denn die Mützen aus? Sehen ja richtig beschissen aus, ey. Nee, Mann. Ich sehe richtig zum Kotzen aus. Accessoires. Nee, brauche ich nicht. Auch nicht. Make-up auch nicht, Gesicht. Was haben wir noch hier so für wir können auch Gesichtsform ein bisschen anpassen. Ich bin sowas voll schlecht in Designen, Customizen. Das könnte schon fast schon passen, ne? So. Warte, so. Doch, no do. Zähne natürlich die besten. Haben wir hier für gute Zähne? Goldzähne, nee. Was ist das für ein Outfit hier überhaupt? Ein Vogel, ey. So, was sehe ich denn? Ich sehe eigentlich gerne. Was ist das hier für? Das ist Alltagskleidung. T-Shirt. Was ist das? Alltags? Ach, Alltagskleidung. Okay, was man so die ganze Zeit trägt, ne? Ich trage gerne sowas hier. Schuhe, Alltags, gerne Sportschuhe einfach nur. Ist das Sportschuhe? Kein Peil. Ist das Sportschuhe? Das Sportschuhe? Ne. Nimm nur das hier. Solche habe ich auch. Die ziehe ich auch gerne an. So. Haben wir hier. Abendkleid. Boah, wie das aussieht. Nee, Mann, auf keinen Fall so. Das, so, ich bin früher tatsächlich oft rumgelaufen. Genau so. Außer die Schuhe hier. Ja, das sind gute Schuhe. Hol mal Beine an hier. Dicke Oberschenkel da. Boah. Sportschuhe brauche ich. Einfach nur so. Und das, glaube ich. Die hier. Okay. Pullover. Nehmen wir mal. Ich ziehe gerne so ein Hoodie an, einfach. Das hat Vita schon. Das hier, weiß, weiß. Aber das hier, warte mal, das passt hier nicht. Ja,
oder sowas, ja. Ne? Dann Nachtwäsche. Eigentlich habe ich keine so eigentlich, ne? Und kann man auch. Ja, ich denke, das passt so. Didi, was ist das hier? Ausgekleidung. Boah, nee, ey. Boah, was siehst du denn da an, ey? Ja, sowas hier und Jeans. Ja, das passt. Ja, die Schuhe sind immer so kacke aus. Nehmen wir mal. Sowas hier ist immer ganz chillig. Das passt. Heißt, ja, die Shorts gehört ein bisschen. So, ja. Hier vielleicht. Sowas, ja. Perfekt und kalt. Okay, das kommt weg hier. Okay, dann mache ich hier. Ich muss dann wieder denken. Hässlichen Pullover. Nee. So. Und. Ja, sowas. Schuhe sehen kacke aus wieder mal. Obwohl, geht eigentlich. So, Winterschuhe passt eigentlich. Okay, Boys. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Was ist das denn für eine Bande hier? Andi Schmandi? Warum steht hier Schmedi? Klicke hier das Hähnchen um. Da muss, kann doch nicht. Ach, da muss Broso stehen. Broso WG. So, Broso WG, boah. Speichern und los geht's, Boys. Ich bin schon spannend. Ich bin schon spannend, Boys. Wo sollen wir denn hin? Wohnfeld wählen. Willow Creek. Oasis, Spring, New Crest. Ich habe so ein bisschen Bock auf im Grünen. Ja, machen wir was im Grünen. Wir haben 24.000, nur warum so wenig? Okay, was haben wir denn hier für? Sims können nur auf Wohngrundstücken wohnen. Ort zum Leben wählen. Was haben wir hier? Zauberhütte, Hüttenzauber. Wohngrundstück 30x20. Was haben wir hier für Nachbarn? Kannst du nicht leisten. Unbewohntes Grundstück, wieder ein Haus erwählen. Okay, was ist hier? 5.500. Was ist das Billigste hier? Oh, Bargain-Biegung. Das hier, guck mal, das ist größer und günstiger. Und der ist auch 30x20 und sie ist auch 30x20. Aber mir gefällt das hier irgendwie vom Schnitt her. Bestätigen. Haushalt sieht um. Könnte dies das perfekte Zuhause sein? Oh shit. Ja, ab da rein, Boys. Browser WG. Bin gespannt, was wir jetzt gleich hier Zauberu werden. Oh oh, Boys, oh oh, Boys, oh oh, Boys. Machen wir Pause-Modus. So, schauen wir erstmal das Grundstück an. Ja, okay, das heißt, bis hierhin geht unser Grundstück. Hier so. Okay. Was haben wir hier? Ist das ein Fluss oder was? Haben wir hier direkt neben dem Abwasserkanal unser Dings, Grundstück oder was? Oh, was soll das hier sein? Sieht aus wie so ein Abwassershit. Naja, ist egal. Passt auch zu unseren stinkenden Boys hier. Wie drehe ich denn hier die Kamera? Ah, so mit rechts, okay. Oh shit. Ich würde sagen, Boys, Vita, Eddie und der Andy werden in der nächsten Folge sich eine nice Hütte bauen, Boys. Bis dahin, ciao, ciao.